Und dann schalte ich gleich um. Na, also alles okay. Und dann muss ich auch nochmal eben hier ändern. Ach, es ist schon auf Anno 1800. Verdammt. Siehst du, ich muss doch Just Chatting anschalten. Okay, gut. So, warte mal. Oh, die Cam wieder festmachen. Mal kurz warten, bis wir den Startbildschirm haben. Hallo, Anno. Muss man einmal rauskippen. Ah, ich höre das Spiel, aber ich sehe es noch nicht. Da ist Anno. Ich mache euch das mal hier. Ich schalte einmal um. Och nö, macht nicht den Scheiß schon wieder. Jetzt hat sich's wieder auf dem kleinen Fenster geöffnet. Oh, Ubisoft, echt. Mann, kriegt euren Scheiß auf die Reihe. Jetzt habe ich es groß. Alles klar. Wahrscheinlich ist mein Gesicht da gleich wieder am Weg. Ich weiß es nicht. Wir setzen die Kampagne fort. Ich muss mir nur gerade überlegen, wie ich das machen will. Weil Beryl unsere dritte Insel, wo wir nur ein Kontor drauf hatten, überfallen hat. Waffenstillstand und jetzt übernimmt sie die Insel. Jetzt ist die Frage, bezahle ich mich dumm und dusselig, um meine Insel zurückzukaufen, die Anteile für meine Insel, oder lasse ich es einfach mal drauf ankommen? Das Problem ist, sie kam mit, ich habe da nachher wieder neu geladen, ne? Sie kam da mit irgendwelchen großen Schiffen an und hat uns komplett den Arsch aufgerissen. Oh shit, ja. Und sie hat uns auch unsere Schiffe weggehauen, ne? Wir haben da, glaube ich, zwei Schiffe, aber die können ihr, glaube ich, nicht entgegensetzen. Ich überlege gerade, ob ich einfach die Insel zurückerobere. Das macht natürlich die Stimmung nicht besser. Witzigerweise darf sie meine Schiffe angreifen und ich darf nicht böse sein, aber sobald ich eins ihrer Schiffe mich verteidige und eins ihrer Schiffe versenke, wird sie sauer auf uns. Und dann stehen unsere Chancen noch schlechter, überhaupt Frieden mit ihr zu machen. Und das Schlimme ist, wir haben ja eigentlich... Obwohl, nee, das habe ich wieder rückgängig gemacht. Ne? Wir haben die Allianz doch nicht. Ich hatte versucht, sie aufzulösen. Das bringt aber nichts. Du bist trotzdem noch im Krieg. Sie streiten sich nur um mich. Mhm. Ja, nützt nichts. Ich komme da ja nicht raus. Ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie geregelt kriege. Sonst muss ich eben halt all mein Geld zusammenraffen und meine Insel zurückkaufen. Weil wir haben ja jetzt schon, da gebaut. Angefangen zu bauen. Was wollte sie nochmal? 20.000. Und ich kann erst in 10 Minuten was Neues kaufen. Ich bin so sauer, ne? Ich bin so sauer. Weil sie hat vorher noch eins meiner Schiffe wegkanoniert. Ich bin so sauer. Und ich habe da dann Infrastruktur gesetzt. Und plötzlich sehe ich, dass sie das auch trotz... Also hier ist jetzt gerade, ne, vorübergehender Waffenstillstand. Jetzt gucke ich mal, ob sie trotzdem mit den Schiffen ankommt, ne? Weil wir hatten ja... Und sie kam mit, ich weiß nicht, womit sie gekommen ist. Waren das zwei Linienschiffe oder sowas? Die haben uns komplett weggekloppt, ne? Die haben uns hier beide Schiffe versenkt. Da muss ich halt den diplomatischen Weg gehen und meine Insel zurückkaufen. Ich habe es verbockt, also muss ich auch gucken, dass ich da wieder rauskomme. Ich lasse trotzdem beide Schiffe nochmal hier stehen und warte, bis wir wieder einen neuen Anteil kaufen können. Ich hoffe, dass sie mir den nicht zurückkauft, ne? Dass ich gleich den nächsten, weil sonst
wird das meine Insel, sonst bombe ich ihr Kontor weg. Also ihr Kontor weg. Ne, das ist nämlich mein Geld, was hier drin ist und einfließt. Und sie kriegt hier Gewinne aus meiner Insel. Ich glaube, ich spinne, weißt du? Das ist meine Insel. Die hat genügend. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht gar nicht ankommt. Ne? Das ist natürlich interessant. Ich warte mal eben die Zeit ab. Wir können auch mal eben schneller laufen lassen. Ich warte einfach jetzt mal eben die Zeit ab. Und versuche dann den nächsten Anteil zu kaufen. Wenn das nicht geht und sie ihn sofort wieder zurück oder gleich wieder zurückkauft, dann... Na, weil wir kriegen ja die Kohle wieder rein, guck mal. Wir haben jetzt gleich schon wieder die 20.000 in der Zeit. Ich hoffe, bei mir geht jetzt nichts schief auf der Insel. Madame Kahina hat einen Handel in Niemandsland. Ah ja, okay, das ist okay. Na, weil ich... Das ist meins. Na, das ist der Fuchsbau. Das ist meine Insel. Bilanz sieht super aus. Es ist keins ihrer Schiffe momentan in Sicht. Das ist hier die Prinzessin. Die Waffenruhe wurde beendet. Zwischen Anne und Willy. Na toll. Ja gut, Anne interessiert mich überhaupt nicht, ne? Aber das Doofe ist eben halt... Was ist das denn? Ist das Whale-Watching da hinten? Machen die da Whale-Watching? Sieht so aus, ne? Im Götterschiff. Niemanden, das ist so ein Ausflugsdampfer. Interessant. Okay. So, komm, ach hinne. Auf einer ihrer Routen gibt es Probleme. Was soll das denn heißen? Wo gibt es Probleme? Ausgerechnet mit dem Bier. Obwohl, nee, das Bier können wir, glaube ich, jetzt auch streichen. Ich gucke mal eben ganz kurz. Niemandsland. Ja. Nein, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Alle Änderungen? Nein! Mensch, hör doch mal auf. Es sind keine Änderungen passiert. Ja, bestätigen. Oh mein Gott. AZAZ471 möchte noch bleiben und das bereits seit 19 Monaten. Danke, Guckuck. Hat er jetzt gerade ihm gesagt, AZAZ? Was ist denn das? Das hat ja sogar Brian hingekriegt. Assas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und vielen, vielen Dank für 19 Monate. Dankeschön. Alles klar, Mr. Sun. Frohes Einkaufen. Ich glaube, Freitagabend hast du relativ viel Ruhe. Freche Frau ab über die Planke. Ja, ich muss das jetzt wieder hinkriegen. Ich muss das jetzt hinkriegen. Ich mache das gleich mit der Route. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Bier, aber ich muss das jetzt eben im Auge behalten. Ich kümmere mich gleich darum. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Okay, was hast du denn? Oida, what the... Feind trampelt Stadt nieder. Der Feind hat Fuchsbau erobert und unserem Tapferen, aber letzten Endes vergibt... Das muss... Nee. Katastrophale Explosion. Den Einheimischen bleibt wohl keine Wahl als ihren neuen Herr. Das... Die Insel ist unbesiedelt gewesen. Ich habe sie erst dann besiedelt, weil ich dachte, na super. Das Schlimme ist, ich brauche auch eigentlich meinen Einfluss, ne? Eine Explosion hat das industrielle Herz von Chattanooga gesprengt. Einem gewaltigen Knall folgt... Ich bin kein großer Redner. Meine Stimme klingt besser, wenn man sie druckt. Soll sie noch weiter klingen? Dann Ruhe. In einer Fabrik ein verheerender Fehler auftrat, der auf mangelnde Voraussicht zurückgeführt ist. Zufriedenheit minus 5. Oh, aber plus 100% Aufstandswahrscheinlichkeit ist nicht gut, ne? "35 Einfluss, das ist mir fast zu viel. Ein Hoch auf die... Sind Sie ein Genie? Nur Menschen blablabla bla bla veröffentlichen. Klingt großartig. Ach was. Hauptsache, du machst deine Preise gleich günstiger, dass ich mein eigenes Land wieder kaufe. Ach, das geht ja auch noch runter. Mann. Ich bin so sauer, ne? Ich bin so sauer hier mit der Siedlung. Okay, wir müssen uns erstmal eben ganz kurz um die um das Bier hier kümmern. Ich glaube, Bier müssten wir inzwischen hier haben, ne? 146 Schnaps haben wir. Haben wir Bier? 120, ja.
Prima. Wo sind die Handelsrouten? Wo sind meine Schiffe? Ein Schiff erster Klasse. Du bist das mit dem Schnaps? Ich glaube, wir brauchen jetzt gerade... Ich glaube, wir können den Schnaps runterfahren, ne? Handelsroutenmenü öffnen. Kann man auch weniger? Ja, man kann weniger. Lass uns mal auf 20 gehen. Annehmen. Und 20. Annehmen. So, und das Bier fahren wir mal auf 15 runter. Annehmen. Und auf 15. So. Annehmen. Okay. So, perfekt. Ich hoffe, das regelt sich gleich wieder. So, okay. Wir haben eine Quest hier. Was ist hier los? Das muss Ihnen undankbar erscheinen, bei all dem, was ich bereits besitze. Okay, Dampf wird das Segel in der Vorstellung niemals ersetzen. Ich sehe Vordächer aus Segeln über von Muscheln gesäumten Gehwegen, Meereslandschaften und Schiffsutensilien vor meinem geistigen Auge. Das wird so. Selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach Sternen. 7 Tonnen Segeln, die müssten wir eigentlich haben. Ich erspähe einen Retter. Haben wir. Perfekt. Der Triumph stürmt und drängt. Crimbles Chorgesellschaftsplakat fürs Rathaus. Wartungskosten plus 15. Ja, nee, das ist mir. Das könnten wir eigentlich verkaufen, ne? Mehr als bereit. So, wie haben wir das Schiff das letzte Mal? Weiß noch jemand, wie wir das Schiff genannt haben? Das Linienschiff, das zweite? Wir haben den Schokokuchen, das Vanillekipferl, die Mondschnecke, die Eistorte und wie nennen wir unser zweites Linienschiff? Das soll auch erstmal so bleiben. Ne? Ich habe nicht vor, in Zukunft ein Linienschiff wieder zu verlieren. Ruhe vor dem Sturm. Nein. Wir sind bei Essen. Wir bleiben bei Essen. Also bei Kuchen, finde ich. Irgendwas Tortiges? Franzbrötchen? Das Franzbrötchen. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung? Also ich will jetzt hier niemanden vor den Kopf stoßen. Woher kommt die Bezeichnung Franzbrötchen? Mozartkugel? Ist auch nicht schlecht. Wir bauen sowieso noch mehr, ne? Also das ist nicht das letzte Linienschiff. Mama John war, glaube ich, knapp davor, witzigerweise, obwohl ich das hast du erst gelesen habe, ist ja komisch. Dann nehmen wir das, dann wird das jetzt das, die Mozartkugel. Ich glaube, wir hatten auch Mozartkugel. Hatten wir nicht Mozartkugel? Oder ist sie schon zerstört worden? Das kann natürlich auch sein. Wie sieht's denn aus? Können wir eventuell schon gleich das nächste Linienschiff oder bricht uns das den... Bricht uns das irgendwie... Wie viele Arbeiter brauchen wir dafür? 27. Wir brauchen Arbeiter, ne? Für das Linienschiff brauchen wir Arbeiter. Warum sehe ich das gerade nicht? Und wir verlieren immer wieder Einfluss. Das ist das Problem, ne? Wir verlieren immer wieder Einfluss. Früher gab es einen Bäcker, der hieß Franz. Menschen lassen sie hochleben. Ey, Niemandsland hat ein Stadtfest. Der hieß Franz und weil er mit in die Mühle geriet, in dem Teig aber auch Zimt war, wurde daraus Franzbrötchen. Wiki. Der Name ist möglicherweise eine Reminiszenz an die Hamburger Franzosenzeit von 1806 bis 1814. Das heißt, eigentlich dürfte ein Franzbrötchen noch nicht existieren, ne? Einer Überlieferung zufolge gab es damals ein längliches Franzbrot, auch Franzbrot, Franschbrot, Plural Franzbräut, Franschbräut, das dem Baguette ähnlich war. Ein Hamburger Bäcker soll danach ein solches Franzbrot in einer Pfanne mit Fett angebraten haben. Daraus soll das heutige Franzbrötchen entstanden sein. Zu viel Max und Moritz gelesen, ja. Oh Mann, wir brauchen, eigentlich müssen wir mehr Einfluss bekommen, ne? Wir brauchen Investoren.
Das heißt, wir müssen die nächste Stufe erreichen. Und außerdem noch mal eben ganz kurz gucken, ob ich den nächsten Anteil von der Insel kaufen kann. Eine Minute 32. Ich habe Angst, dass die mir den Anteil wieder zurückkauft. Mann, das ist meine Insel, ey. Ich muss meine eigene Insel zurückkaufen. Das geht mir so gegen den Strich. So, was müssen wir tun, um die nächste Stufe zu erreichen? Ein goldener Käfig oder zumindest aus Messing. Würstchen, wir brauchen Würstchen. Es liegt jetzt echt nur noch an den Würstchen. Wie sieht's denn auf Niemandsland aus mit einer Metzgerei? Die haben wir doch eigentlich schon, oder? Wir stecken hier. Das ist die Rinderfarm, das ist die Schweinezucht. Haben wir keine Metzgerei? Ich überlege gerade, ob wir noch eine... Wir müssten noch eine Schweinefarm dahinsetzen. Wir haben jetzt noch 82 Bauern übrig. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch... na komm schon. Eine Schweinezucht. Sind das fünf? Es sind fünf. Okay, und dann brauchen wir tatsächlich noch eine Metzgerei daneben. So. Oh, nein, jetzt fehlen mir Handwerker. I see. Einfach großartig. Aber wir können jetzt zum Glück tatsächlich ein paar... Oh Gott, das werde ich bereuen. Weil die wollen ja jetzt auch Wurst haben. Aber wir müssen ja nicht alles... Okay, so, jetzt ist aber auch gerade hier, ne, sonst müssen wir noch ein paar Häuser bauen. Vielleicht setze ich auch noch mal ein Bauernhaus hin. So, einen setze ich noch hin, dass noch welche nachkommen können, ne, supi. Okay, gut. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kann ich das nächste Stück Land kaufen? 17 Sekunden, komm schon, mach hin, Beryl. Wehe, du kaufst es zurück. Das ist meine Insel. Oh, die ist so dreist, ne? Die nimmt meine Insel ein und lässt sie mich einfach zurückkaufen. Und das Schlimme ist, damit habe ich sie ja noch nicht, ne? Es kann immer noch sein, dass sie mir die wieder abknöpft. Kein Platz mehr frei. Okay, Sägewerk ist voll. Tja, da können wir eigentlich mal eins. Ich werde einen Moment lang die Füße hochlegen. Mach das, leg einen Moment die Füße hoch. Dann legen wir mal eins in Pause, ne? Würde ich mal so sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, und dann hoffe ich, dass ich dann mit einer zusätzlichen Schweinezucht und Metzgerei dann auch das Wurstding dann bald... da müssen wir dann nur Wurst drüber holen, ne? Nicht nur Schweine, sondern auch Wurst drüber holen. Das heißt... Leinen los! Nee, die Vanillekipferl nicht... Kann ich eigentlich über das Handelsroutenmenü? Wo ist denn... Kann ich nicht auch hier wechseln? Da ist die Mondschnecke. Die Mondschnecke macht das. Ach nee, die ist voll belegt. Vanillekipferl. Hä? Die macht doch nur Schnaps, die Mondschnecke. Abbrechen. Ja, bestätigen. Hier, da ist sie, okay. Haben wir so viele Probleme damit? Okay. Dann nehmen wir in Niemandsland, laden wir Wurst und entladen sie in Chattanooga. Ja, annehmen. Okay, ich guck mal, ob das funktioniert. Dominosteine sind alle.
Hatten wir nicht auch... Ich glaube, das war auch eins unserer Schiffe. Dominostein kommt mir sehr bekannt vor, ne? Ja. Warum läuft das mit der Wurst so schief, ne? Wir haben... Ja, wir holen... Schweine holen wir sogar hierher, ne? Das Einzige, was wir noch haben, sind zwei Metzgereien hier. Da kommt jemand. Vielleicht sollten wir einfach die Metzgereien jetzt auch abtun und die in Niemandsland hinpacken, ne? Aber dann ist Niemandsland wieder sauer, ne? Weil wir... Na, wir haben Unorte. Schweinezucht und Metzgerei ist ein Unort. Und wir haben zu wenig Kultur. Das ist jetzt gerade, sieht gerade so gut aus, weil wir ja gerade eine Feierlichkeit haben. Merde. So, wir haben aber schon 1, 2, 3, 4, 4 mal Schweinezucht. Ich meine, das muss ja erstmal anlaufen, ne? Hoch die Taschen, auf den Boss. Und die machen sich natürlich zuerst die Wurst voll hier. Das ist aber okay, weil mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Das ist sogar... Lass mal gucken, was ist hier los? Zu viel Transporter. Und Ziegelsteine brauchen wir, okay. Dann können wir das Lager raus. Oh, was ist jetzt? Haben wir hier natürlich auch eine Quest. Na, großartig. Was wollt ihr denn? Es hat wieder einen Unfall mit dem Werkzeug gegeben. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Dass wir haben rumliegen lassen. Eines Tages kommt noch jemand dabei um. Bauen Sie einen Schuppen, damit wir es sicher verstauen können. Ja, okay, was heißt das? Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Ein Zeitungsstand? Ich könnte auch so Posaune spielen. Ein Zeitungsstand? Das ist Dekoration, oder? Was ist denn... Ah, hier. Ist es wirklich so weit gekommen? Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Wir kriegen einen Scharflug. In der Handelskammer ausgerüstet, macht er was? Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarmen. 25% Produktivität. Das ist super. Jetzt ist nur die Frage, wo setze ich das ein? Setze ich das hier ein oder setze ich... Ich glaube, ich setze erstmal hier ein, ne? Das ist die Polizeiwache. Handelskammer. Das ist Hopfen, das, beziehungsweise das ist, ja, das Hopfenfeld. Hopfen und Kartoffeln, ne? Schnaps und Bier. Theoretisch bräuchten wir noch eine zweite Handelskammer. Nascher Pizza. Das heißt, für eine Handelskammer brauchen wir, lass mal eben kurz gucken, fünf Ziegel und 25 Bretter. Bretter haben wir, fünf Ziegel haben wir nicht mehr. Das heißt, wir müssten Ziegel und Bretter... Naja, Bretter haben wir eigentlich, ne? Wir haben eine eigene Sägerei hier. Ja, da kommen, kommen wieder ganz neue Probleme, ne? Das heißt, jetzt wird Niemandsland schon klein Chattanooga im Grunde genommen, ne? Mit dem ganzen Kram, den wir machen müssen. Dann würde ich sagen, weil sie gerade hier so rumsteht, sammelst du mal eben ein paar Ziegel ein. Darfst auch gerne ein bisschen schneller fahren. So, okay. Und dann nimmst du mal im 10er-Pack. Wir nehmen mal 40, falls wir noch mehr brauchen. Und wir nehmen mal noch ein paar Bretter mit. Na, weil wir sonst, ich glaube, falls wir... Wir nehmen mal einen vollen Stack mit. Wir nehmen von beiden mal einen vollen Stack mit. Das kann nicht schaden. So, und dann geht's zum Niemandsland. Einmal hierher. Warte. Mal eben ganz kurz warten. Einmal hierher. Uranus, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, so machen wir das. Und dann muss ich gleich nochmal wieder zu unserer Insel gucken. Gott sei Dank
läuft unsere Wirtschaft jetzt recht gut. Was haben wir denn jetzt wieder für ein Problem? Jetzt geht der Schnaps aus. Okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt nur das Nötigste? Das ist zwar fast schon nicht mehr lohnenswert, aber so viel brauchen wir nicht. Wir haben noch unwahrscheinlich viel. Also theoretisch könnten wir das sogar... Weißt du was? Wir canceln das hier sogar. Ich nehme das hier, glaube ich, raus. Wir nehmen jetzt mal eben, weil wir haben im Kontor momentan genügend Schnaps und Bier. Wir nehmen das mal raus. So, wir nehmen das mal eben an hier. Und dann ist gut. So, dann gibt es auch keine Probleme. So, Mozartkugel mal eben abwarten. Nicht der Schnaps, aber wir haben genügend Schnaps. Hier im Kontor ist ganz viel eingelagert erstmal. Und wenn dann den Leuten das zu viel wird oder zu wenig wird, sagen wir mal lieber zu wenig wird, dann können wir wieder was nachholen. Und da ist sie. Sehr schön. So, Mozartkugel. Du packst jetzt erstmal das rüber. Und das rüber. Supi. Jetzt können wir mal eben, was habe ich gesagt, die Handelskammer? Passt hier noch eine Handelskammer hin? Ah, die nimmt nicht beides mit. No. Aber hier. Nee, da geht's nicht. Wieso geht das dann nicht? Weil wir da Natur hingemacht haben. Warte. Okay. Ich guck mal, ob ich da oben das freikriege. Ja, ich weiß, man kann das auch irgendwie anklicken, dass das alles rübergezogen wird. Wir können die Natur auch in die Natur machen. Das geht auch. Guck mal. Ich ziehe das mal hier rüber. So, das könnte eventuell schon reichen für die Handelskammer. Nein, natürlich nicht. Großartig. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt hingeht. Ich glaube, der Brunnen ist im Weg, ne? Ja, ich befürchte, dass der Brunnen im Weg ist. Toll, wo packe ich den denn mal stattdessen hin? Ich meine, das ist ja egal, wo es ist, ne? Dann kann der Brunnen auch dahin. Und den Rest ziehe ich dann einmal hier runter. Sieht überhaupt nicht schön aus, davon mal abgesehen. Jetzt passt das da trotzdem nicht hin, weil es noch ein länger ist. Na toll. Das schaffen wir heute noch. Wir schaffen es heute noch, da die Handelskammer einzusetzen. Ah, jetzt überlappt die. Rutscht mir doch den Buckel runter. Da muss ich das hier noch ein bisschen einmal rüberziehen. Das ist die Polizeiwache, ne? Dann ziehe ich die Polizeiwache einmal hier rüber. So. Komm und tanz mit mir. Hallo. Oh, ist das doof. Die sind dann doch zu dicht beieinander. Ich muss aber doch gucken, dass ich das trotzdem noch alles da reinkriege. Pass auf, sonst ziehe ich die Kartoffeln noch einmal einen rüber. Hier würde es gehen. So gerade eben. So, schummeln wir ein bisschen. Also es ist ja kein Geschummel, aber... Das Bajonett auf der Kommode zu sehen, war ein richtiger Schock. Oh, wieso geht das nicht? Echt jetzt? Sie muss immer wieder neu gebaut werden, die Polizeiwache, wenn ich sie verschiebe. Das ist natürlich nicht so witzig, ne? Ha, hier geht's. Hier geht's. Oh, Gott sei Dank. Okay, Items, kommt der Flug jetzt rein. So, jetzt haben wir höhere Produktivität. Und das ist auch gerade perfekt, weil das nämlich unsere Zutaten für Schnaps und für Bier sind. Jetzt habe ich's. Ich
dachte gerade, das verschieben. Nee, nee, dann musst du bei einigen Sachen, also die Polizei, ne, die ist jetzt gerade wieder, die bilden jetzt wieder, ich weiß nicht, warum die haben die anderen rausgeschmissen? Ich habe keine Ahnung, warum die immer wieder von vorne anfangen müssen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. So, und weil wir es gerade haben, können wir mal eben hier die Wege schneller machen. Ja, so, ne? Dann können wir hier die Wege noch ein bisschen schneller machen. Das geht auch schlecht programmiert. Nee, vielleicht einfach dafür gedacht, dass man's, dass man sich halt überlegen muss, wie man es richtig baut dann, ne? So, apropos, wieder zurück. Kann ich ein neues Stück Kuchen kaufen? Immer noch nicht. Ich will diese Insel wieder haben. Und es ärgert mich so, dass ich ihr das, mein Geld in den Rachen schmeißen muss, ne? Und das Schlimme ist, sie kann sich das jederzeit wieder zurückholen. Ich hoffe, wenn ich alles habe, wenn ich alles bekomme, so, dann kann sie es auch nicht mehr zurückkaufen, ne? Weil ich glaube, wenn das meine Insel wieder ist, dann kann sie es gar nicht ohne meine Erlaubnis kaufen. Aber solange ihr noch Anteile davon gehören, habe ich ein Problem. So, wie sieht's denn aus? Ist die Wurstkrise beseitigt? Fast, fast. Das ist gerade im grünen Bereich. Es kommen noch Leute dazu. Und dann können wir bald die nächste Stufe erreichen. Und wir brauchen das dringend. Wir brauchen das für den Einfluss. Wir brauchen das für den Einfluss und für alles andere auch. Ich fürchte, ich bin viel zu beschäftigt, um an so etwas Profanes wie Essen und... Ja, ja. Wir hören immer auf unsere Bevölkerung, man sieht's. Schön, dass man es wegklicken kann. So, ich würde dann ganz gerne noch ein Linienschiff bauen. Also auch wenn es teuer ist. Na, jetzt haben wir wieder Einfluss verloren. Eigentlich sollten wir Einfluss gewinnen, wenn wir solche prächtigen Schiffe da haben. Aber wir müssen einfach eine bessere Stadt werden, damit wir Einfluss bekommen. Wie wäre es mit mehr Attraktivität? Wirklich nett, wenn man auch auf höchst sonderbare Art und Weise... Wenn auch, was soll das denn heißen? Wir sind nicht attraktiv genug, oder was? So, das Varieté. Da können wir sonst auch gerade nichts weitermachen. Kirche. Wie sieht es denn mit unserem Rathaus aus? Produktion umliegender Gebäude. Ich glaube, wir haben weniger Feuergefahr, ne? Wasserträgerin. Und wir haben eine zusätzliche Zufriedenheit. Wir könnten nochmal mit unserem anderen Linienschiff, mit der Mozartkugel, mal eben nochmal alle abfahren und gucken, ob sie noch irgendwelche netten Items haben, die wir kaufen wollen. Ich bin aber auch am Überlegen, ob wir eventuell Schule, Kirche und Kapelle. Das ist ja ganz schön und gut, ne? Diese Zettel hier. Aber plus Wartungskosten ist schon ganz schön. Crimbles Engel singen Lieder über fromme Zurückhaltung, wie es sich für jede jahreszeitlich bedingte städtische Feierlichkeit ziemt. Wir haben auch immer noch das Feuerwerk, was wir starten können. Ne? Den Perlentaucher haben wir noch. Der ist, wofür war der nochmal? Perlenfarmen, das haben wir noch nicht. Na, oder das hier, plus 5% Wartungskosten, Attraktivität plus 5. Ist immer schön, aber wir brauchen das Museum. Und eventuell noch ein paar Tiere. Gut, dann lass uns mal zwischendurch die Diplomatie nicht vergessen. Können wir bei Beryl irgendwas machen? Leicht erhöht ist gar nicht gut, ne? Nahezu sicher. Wir können immer noch nicht im Frieden, ne? Nee, ist unmöglich. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags ist der Krieg vorbei. Ja, das wäre schön. Waffenstillstand erbitten. Wollen wir das tun? Für 220.000! Was soll dieser Zwergenaufstand? Truller, ey. Ich werde nicht länger darüber reden. Okay. Oh, Beryl geht mir voll auf den Keks, ne? Ich weiß nicht, ich möchte dir am liebsten... Ich möchte dir am liebsten... Käsekuchen? Ja, Käsekuchen ist immer eine gute Idee. Käsekuchen ist großartig. So. Ja, okay, dann nehmen wir mal eben die Mozartkugel und düsen einmal zu
Warte, düsen wir da einmal hin. Lass mich mal ganz kurz gucken. Was hat er denn gerade hier so anzubieten? Zufriedenheit plus 4. Ein Fernglas. Angriffsreichweite für Schiffe. Okay, Mozartkugel, wo bist du? Einmal hierher. So, wehe. Tausch jetzt bitte nicht das Angebot. Der hölzerne Rumpf ist auch großartig. Ich glaube, das hole ich mir. Ich glaube, ich hole mir diese beiden Items, wenn ich das hinbekomme. Industriekapitäne, Band 4, ungewöhnlich. Fürs Rathaus allerdings. Arbeitskräfte plus 15%. Krankheitsgefahr plus 20%. Nee. Wartungskosten minus 30%. Dafür verringert sich die Reichweite, aber das ist schon mal nicht schlecht, ne? Für Kirche und Kapelle. Mr. Bleakworth mag wie ein Ochse mit Scheuklappen wirken, doch genauso wie Gott ihn schuf, ist er ein überaus geeigneter Hirte für all die schwarzen Schafe dort in Warmways Prison. Hm. Nein, er hat das Angebot geändert, aber er hat noch das gute Fernglas. Er hat noch das gute Fernglas, aber die Verstärkung des Schiffs ist weg. Selbstreparatur plus 100%, aktive Heilung. Ihre Gebäude und Schiffe reparieren sich selbst, sogar während des Kampfes. Das ist ein Verbrauchsgegenstand, ne? Oh Mann, 226.250, das ist meine ganze Kohle. Aber das ist genau das, was ein Angriffsschiff braucht. Selbstreparatur und aktive Heilung. Wäre auch für eine Expedition richtig, richtig gut. Es ist so teuer. Damn it. Oh Mann. Dampfschiff habe ich noch nicht. Neue Befehle? Nein! Wollte ich nicht. Kann ich das benutzen? Dieses Item haben sie schon. Handelspreise minus 5. Und kriege ich das jetzt günstiger? Wie benutze ich das denn? Wird nach Gebrauch zerstört. Wie benutze ich das? Wie benutze ich denn ein Item? Wie benutze ich das? Ich will das benutzen. Schiff verkaufen? Nein! Wie benutze ich denn ein Item, verdammt nochmal? Bei Auswahl. Handelspreise minus 5%. Ja, das ist... Warum zählt das nicht? Ach, 214.000. Das sind 216.000. Wir haben 10.000 gespart. Käsekuchen finde ich gut als Name. Beim nächsten Schiff, ja. Oh Gott, so viel Geld. So viel Geld. Oh ja. Ja, und es wird gleich noch mehr Geld werden. Solche Items sind automatisch aktiv. Ah, okay, gut, ja. Hm. Habe ich gemerkt, ja.
Habe ich gemerkt. Sebo, BB. Nein, Barrel hat uns noch nicht runtergejagt. Ich würde sie gerne runterjagen. Zählt das auch? Und ich kaufe meine eigene Insel. Das ist so bescheuert, ey. Es ist so bescheuert, dass ich meine eigene Insel kaufe. So, weil ich jetzt so viel Geld ausgegeben habe, hole ich jetzt mal eben ganz schnell noch ein paar Sachen hier aus dem Kontor und verkaufe die. Weil wir so viel Geld ausgegeben haben. Ich muss jetzt erstmal wieder Kohle reinkriegen. Okay, Hafenmeisterei, ne? Ausgerüstet Hafenmeisterei. Hafenmeisterei. Habe ich eine Hafenmeisterei? Habe ich eine Hafenmeisterei? Habe ich überhaupt eine? Genauso wie letzte Saison. Ich habe keine Hafenmeisterei, oder? Oh Gott, was habe ich getan? Hafenmeisterei. Habe ich eine? Auf dieser Insel eine. Wir haben eine. Wo ist sie? Da ist sie, Hafenmeisterei. Warte, nee, ich muss das erst eintauschen. Ich muss mal eben mein Schiff Handelsmenü abgeben. Handelsmenü? So, okay. Und jetzt kann ich in der Hafenmeisterei das ausrüsten. So. Okay. Okay, 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 okay. Es zählt aber ja nur hier in diesem Umkreis, ne? Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber egal. Ich hab's getan. Ich hab's getan. So, ich wollte Dinge einsammeln. Mehr als bereit. Gut, lass uns mal schauen, was wir haben. Ich würde tatsächlich, ich bin echt am Überlegen, ob ich solche Sachen hier verkaufe, ne? Also Attraktivität plus erhöhte Wartungskosten, das ist es mir eigentlich nicht wert. Ich verkaufe mal einen so einen Wisch. Und dann irgendwas an schönen Waren, die wir haben. Was haben wir denn inzwischen? Fenster brauchen wir für alles Mögliche. Ein paar Nähmaschinen? Stück ist nicht viel, ne? So, und dann düsen wir mal eben zu Sir Archibald Blake. Und der hat auch eine Aufgabe für uns. Und verkaufen ihm Sachen. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Oh, sie mag es. Hi, Anne. Und hallo, Rathaus. Du hast aber ein paar dicke Dinger. Oh, er schon wieder, ne? Geh weg, Billy. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So. Schiff meldet sich zum Dienst. Handelsmenü. Hier, kannst du haben. Stopp, 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 stopp. Da, Moment. Feuer von allen Decks. Nee, Beryl, diesmal nicht, Fräulein. Verpasst ihnen die volle Breitseite. Komm schon, hinterher, hol sie dir. So nicht, Fräulein, so nicht. Jetzt reicht's. Komm schon, hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Wir sind noch nicht in der Nähe der Kanonen, aber hol dir dieses blöde Schiff. Jetzt reicht's. Alle Geschütze laden. Los, die muss doch kaputt gehen. Los, bevor ihre Geschützstellungen hier uns erwischen können. Hol sie dir. Selbst schuld, Fräulein. Und jetzt bergen. Das ist meins. Die hat mich angegriffen. Ich war an einem neutralen Hafen und sie hat mich angegriffen. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, Dynamit. Okay, gut, wir können wieder zurück. Nein, zurück. Mozartkugel, zurück. Wir wollen uns jetzt hier nicht um ihre, hier um Schiff die Dingsinsel. Beschuss. Eins ihrer Schiffe wird angegriffen. Lol, nein, oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Rein da. Schiff unter Beschuss. Scheiße, 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 scheiße. Niemand, du musst dir zur Hilfe eilen.
Achtung! Admiral anwesend! Hol sie dir! Wenn sie mich angreift, dann habe ich aber den Faxen dicker. Da kannst du sowas von ab. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Die hat normale Schiffe. Das sind die kleineren Schiffe. Alles gut. Und den Schoner kriegen wir auch. Ey, macht sie fertig, ich sag's euch. Die hat mich schon so viele Schiffe gekostet, ey. Ja, genau, du schnappst dir den Kleinen. Ihre kleinen Schiffe können plötzlich auch schießen. Na klar. Wenigstens ein paar. Leck mich. Sie hat ihn niemand versenkt. Sie haben ihr Flaggschiff verloren. Ach, halt die Klappe. Wie bedauert. Ja. Sehen, ob ich ein neues auftreiben kann. Ja, ja, sieh zu. Ich weiß, dass sie teurer werden, aber das konnte ich ihr, das konnte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Das ist mir egal. Wir lahmen etwas. Das macht nichts, aber die Eistorte hat drei Schiffe besiegt. Hat sie. Hat sie, hat sie, hat sie. Nein, du wirst gleich wieder leben. Alles gut. Du wirst gleich wieder leben. Kurs setzen. Wir sammeln nochmal eben unsere Sachen ein. Leck mich. Volle Segel! Nee, 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 dem jagen wir jetzt nicht hinterher. Dem jagen wir jetzt nicht hinterher. Ich würde es gerne tun, aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Die Eistorte kommt nach Hause. Die Eistorte kommt genau hier hin. Steuermann! So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das konnte ich ihr jetzt nicht gerade durchgehen lassen. Nee, beim besten Willen nicht. Und die Insel gehört uns! Die darf sie doch jetzt eigentlich nicht wieder zurückkaufen, oder? Und wenn, dann müsste sie mich fragen, richtig? Was, wieso wollte Lissi nur überreden? Bis 19:30 Uhr zu streamen? Wenn man einen Wort, da hat sie leider keine andere Wahl mehr. What? Wir müssen unter 12 Stunden bleiben. Was? Mach sie fertig, Lissi? Ich bin tot. Morgen. Was? Immer noch dicke Luft mit Lady BBC. Ja, 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 wir kommen da nicht raus. Also selbst wenn ich Willi unser Dings abtreten, also wenn ich ihm sagen würde, ich bin nicht mehr deine Verbündete oder sowas, ne? Also, oder wir haben keine Allianz mehr. So, haben wir ausprobiert, dann sind wir immer noch im Krieg mit Beryl. Das stimmt sie nicht friedlich. Das Einzige, was wir machen können, ist ihre Schiffe jetzt mal zum Teufel jagen, damit sie sieht, dass wir wehrhaft sind. Und Anne ist beeindruckt. Und wir kriegen eine neue Niemand. Die Niemand wird auferstehen. Keine Angst, sie wird zwar mehr kosten, aber wir schaffen das. Na, unsere Bilanz ist immer noch positiv. Ich habe meine Insel zurück. Apropos, jetzt muss ich mich bekümmern hier. Volles Lager. Das Kontor. Mhm. Wie sieht es denn hier sonst so aus? Wir haben unseren Marktplatz. Fische sind da. Ich habe meine Familie bei mir. Ja. Was will man mehr? Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind Arbeitsklamotten. Um die Bedürfnisse noch zufrieden zu halten. Das heißt, mit dem nächsten Schiff... Ah, nee. Okay, ich wollte gerade sagen, die ist aber jetzt nicht mehr unter Beschuss. Ah, hier. Wieder eins der Schiffe hat uns angegriffen. Ich muss sie jetzt mal Auge behalten, dass sie heil nach Hause kommt, ne? Wenn jetzt nochmal ein Schiff von Beryl kommt, so wie da zum Beispiel. Warte. Wo ist denn die Mozartkugel? Gemeinsam triumphieren wir. Lass es. Beak up, ich sag's dir. Ich bin Kampf. Kampf ist lustig, ne? Lass es. Hör auf. Die hat aber, glaube ich, auch nur hier den Schoner verteidigt. Also, warum auch immer. So, wir lassen jetzt mal eben die Eistorte von der Mozartkugel eskortieren. Da kommt sie schon. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie.
Achtung, wir kommen wieder mit Barrel-Schiffen zusammen. Schiff unter Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja, hau sie weg. Offiziell. Hast meine Erlaubnis. Ist das ein Clipper? Wenn das ein Clipper ist, dann schnappen wir uns den gleich. Oder was auch immer. Das sind glaube ich, die nicht verteidigt werden können, die keine Kanonen haben. Zumindest wurde mir das gesagt, dass sie keine Kanonen haben. Und das Kanonenboot rauchst du auch gleich weg. Produkt, hast du damit, okay? Okay, das andere Schiff kriegen wir nicht mehr. Das ist mir egal, aber das ziehe ich jetzt durch. Hau sie weg! Angriffsformation! Die müssten eigentlich total schnell weg sein, davon mal abgesehen. Weil die haben kaum Trefferpunkte. Oh, die ist aber noch voll. Ja, wahrscheinlich hat die ein verstärktes Schiff. Okay. Volle Segel. Dann düsen wir mal eben weg. Das ist mir jetzt gerade zu blöd. Oh, warte. Neue Befehle? Ja. Schnappst du dir, Tiger. Auch wenn du noch... Gorgone, eine Gorgone. Ja, warum nicht? Ja, oh, sag nicht, unser Schiff ist gleich weg. Unser Schiff ist wahrscheinlich gleich weg, ne? Noch schwimmen wir. Oh, mit der letzten Kraft verteidigen ein die Schiff sich. Wurde zerstört. Die verteidigen sich noch mit der letzten Kraft. Mehr als bereit. Und sie haut ab. Das ist zu schnell. Okay, lass es. Sind unterwegs. Ja, berg einfach das, was du noch bergen kannst. Was hindert mich nicht? Ich bin morgen nicht da. Ach so. Segel setzen! Was? So genüssliche Namen, ja. Was ist eigentlich aus der Windbeutel geworden? Wahrscheinlich ist sie irgendwo verloren gegangen. Warte. Oh, da ist sie ja! Guck mal, ich habe sie gefunden. Alles klar. Volle Segel! Kann das so gedruckt werden? Weiß ich nicht. Was für einen Scheiß schreibst du denn diesmal? Anführer wieder erfolgreich. Unsere äußerst philanthropische Lissy eilt von Erfolg zu Erfolg in der öffentlichen Arbeit, bla bla bla, zeigt bemerkenswertes Mitgefühl und eine Bereitschaft. Ja, weil wir uns gekümmert haben, ne? Die Rumknappheit leckt mich am Hobel. Ihr wisst doch gar nicht, was Rum ist. Da müsste ich bei Madame Kahina, ne? Was ist es? Verbrauch der Bedürfnisse plus 10%. Uff. Insel der Glückseligen. Ich kann mir momentan das nicht leisten, ne? Hau raus. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Es ist immer noch nicht genügend, ne? Ich kann immer noch nicht aufsteigen. Och, Mann. Macht mal schneller. Ey, steigt auf. Steigt einfach auf. So, ab sofort ist die Windbeutel verteidigt. Die Windbeutel verteidigt die Eistorte. So, der Windbeutel verteidigt die Eistorte. Und ich brauche ein neues Flaggschiff. The Barry. Ich brauche eine neue, ein neues Flaggschiff. Wo ist denn er hier? Was kostet sie diesmal? Aber sicher. Ach nee, ist noch 5.000, ne? Alles gut. Leck mich! Die beschießt gerade mein neues Schiff! Das war ein ungünstiger Zeitpunkt.
Das war ein ungünstiger Zeitpunkt. A Beryl geht mir so auf den Keks, ne? Ich komme da momentan auch nicht raus aus der ganzen Geschichte. Das ist das Problem. Ja, da kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht ändern. Ich hab da auch keinen Spaß dran. Auch nicht, dass wir neue Schiffe bauen müssen. Das ist echt nicht witzig. Deswegen kann ich auch gerade keine Aufgaben annehmen. Weil wir im Krieg sind. Na, ich habe jetzt keinen Nerv darauf, hier noch mich da mit Beryl rumzuschlagen auf der Karte. Das Ding hauen wir aber jetzt weg, ne? Guck dir mal an, was sie für eine Reichweite hat. Das wird ihr wehtun, wenn wir das weghauen. Und dann hauen wir ganz schnell ab, bevor das nächste Schiff kommt. Oh, fast wieder, weißt du, gerade gekauft und fast wieder versenkt. Ey, leck mich am Hobel. Nun hau das Scheißteil doch endlich weg. Dieses kleine hässliche Ding. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich weiß nicht, womit die schießt, ne? Danke! So, und jetzt schnappst du dir noch schnell, was sie hat. Und dann düsen wir nach Hause. Bevor Beryl hier ankommt. Und dann heilen wir erstmal. Wir stellen uns hier hin und dann können unsere Schiffe erstmal heilen. So. Darf ich sie noch so nennen? Ist das okay für euch? Was haben wir denn? Zigarren. Wir müssen an eine Expedition, glaube ich, langsam denken, damit wir Rum importieren können. Das heißt, wir brauchen eine Insel außerhalb der neuen Welt. Vielleicht sollten wir überlegen, wenn unsere Schiffe wieder voll, ne, sind, dass wir die so gut es geht bestücken. Ah nee, wir brauchen Rationen dafür. Na ja, stimmt, wir brauchen Rationen dafür. Kannst du vergessen. Jetzt fehlt denen Brot, weil die Bedürfnisse hochgeschraubt sind, ne? Eieieiei. Und alles nur, weil ich nicht lektoriert habe. Großartig. Ich würde so gerne mal wieder zu Madame Kahina und gucken, ob sie irgendwas für den Zoo hat, ne? Dass wir einfach Fortschritte machen können. Aber im Moment sieht es echt schlecht aus. Wobei, ja, okay, unsere Schiffe können gerade nichts anderes machen. Dann machen wir das jetzt so, dass die Windbeutel eskortiert die Niemann 3.0. Und genauso wie die Eistorte auch Eskorte spielt. Also mit zwei Linienschiffen und der Niemand. Wobei, warte mal, die Eistorte hat... Warum? Achso, wir haben Kanonen. Warte, dann lass uns die Kanonen mal eben wegpacken. Oh, geht nicht? Oh, dann können wir vielleicht was verkaufen. Warte mal, lass uns mal... Okay, dann lass uns mal Kanonen verkaufen. Und noch ein paar Nähmaschinen. Boah, wir müssten zu Madame Kahina. Da können wir rumkaufen und auch Schokolade. Ich überlege nämlich jetzt gerade. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Wir kriegen 4 Punkte bei Beryl. Das geht doch.
doch in die Hose, das geht doch in die Hose, das geht doch in die Hose. Ja, was soll's? Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Ja, ja, rutsch mir den Buckel runter. Okay. Alles, was geht, packen wir wieder weg. Mehr geht nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo? Ach Mensch, in Niemandsland. Lichtschiff meldet sich zum Dienst. Oh, hier, riesige Kiste mit Alkohol fürs Rathaus, okay. Einmal eben ganz kurz hierher. So, Handelsmenü. So, Dynamit auch raus. Habe ich irgendwas für Schiffe? Nee, ne? Nee, auf keinen Fall. So, dann geht die Windbeutel wieder auf Tour. Wo müssen wir hin? Na toll. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Hä? Erinnert ihr an ihre Aufgabe? Ja, das will ich doch. Ich will sie doch eskortieren. Was redet er denn da für eine Scheiße? Entschuldigung. Was redet er denn da für einen Mist? Schiff eskortieren. So, genau. Jetzt eskortieren unsere beiden Linienschiffe, die Niemand. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Aber die Frage ist, wohin, ne? Ah, hier, guck mal, er ist auch angeschlagen. Was ist Schiff das? Schiff unter Beschuss. Ihr verarscht mich doch. Ihr verarscht mich doch. Und jetzt kommt Beryl und Piraten. Und warum sind meine Schiffe so verdammt langsam? Warum ist die Niemand so schnell und die Schiffe hier so... Warum? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum ist die Niemand so verdammt langsam? Und dass die Eskortschiffe das überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Warum ist das so? Das ist doch scheiße. Schiff unter Beschuss. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ein Schiff wurde zerstört. Warum, ey? Warum? Sie haben ihr Flaggschiff verloren. Ach Mensch, halt die Klappe. Ey, das ist doch bescheuert. Ey, Entschuldigung. Normalerweise eskortieren die Schiffe. Sie machen eskortieren. Sie sind uns immer gleich auf mit den anderen Schiffen. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, das ist... Oh. Ey, hau alles weg. Jetzt habt ihr eh nichts mehr zu eskortieren. Ja, hier. Hau dir ihre scheiß Schiffe weg. Und du schnappst sie hier, den Pirat. Verpasst ihnen die volle Breitseite. Ey, jetzt reicht's aber. Weil sie ja auch genau bei Beryl vorbeifahren müssen, ne? Ey, leck mich am Arsch. Also so ein bisschen KI wäre ja schon schön. So ein bisschen KI wäre schon nett gewesen. Angriffsformation. Während das andere hier einfach so davon kommt, ne? Die anderen Scheißschiffe, Entschuldigung, die anderen. Ey, ich kotze. Ich kotze so richtig. In die Takelage. Okay, vergiss Beryls Schiff, ist mir jetzt egal. Vergiss es, aber hol dir... Mal, warum sind die so beschissen langsam? Die haben 80,5 Knoten, die Linienschiffe. Das ist voll nervig. Schenkt Beryl Unsolved Case, tödliche Spur. Ja, ich glaube auch. Ja, schön, dass du ihn loswerden wolltest. Ich helfe dir. Rutsch mal einen Buckel runter, Beryl. Ey, das ist zum Kotzen, ne? Es ist einfach nur zum Kotzen. Schiff. Neue Befehle? Ja, bleib da. Ey, du düst ihr genau vor die Nase. Vorsetzen. Genug Süßwassermatrosen versenkt für heute.
Kriege ich Einfluss? Ich mach's einfach mal. Ja, halt die Klappe. Ich werde überlegen, davon mal abgesehen. Ey, es ist, ich krieg gerade eine Vollkrise hier, ne? Ich krieg hier eine absolute Vollkrise. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Wie aktiviere ich denn das hier? Ich denke, das ist automatisch oder ist nicht automatisch. Am Ende bist du doch keiner von uns. Verschlechtert? Willst du mich verarschen, du blöde... Ich habe ihr gerade 55.000 gegeben für nichts. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Sind unterwegs. Ein Schiff wurde zerstört. Moment, ganz kurz. Okay, gut. Nützt nichts. Ich muss alle an der Hand nehmen jetzt hier anscheinend. Wo fährt die Troller jetzt hin? Steuermann! Ich muss mein Schiff jetzt ganz langsam in die Hand nehmen. Ja, ist gut. Es nützt ja nichts. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es ja einfach nicht ändern. Ne? Es ist halt... Es nervt nur gerade ein bisschen. Ne? Weil ich kann anscheinend die Schiffe nicht komplett alleine fahren lassen. Ich muss genau gucken, was sie wo wie machen. Sind unterwegs. Vorsetzen. Ich guck mal eben, was ich jetzt einsammle. Willis Autobiografie. Bord werfen, ey. Was will ich mit der Autobiografie von ihm? Die ist mir doch scheißegal. Das sind meine Sachen gewesen. Nee, sind nicht meine Sachen. Sind das meine Sachen gewesen? Das war die Autobiografie, ne? Volle Segel! Oh! Oh, jetzt fährt sie da lang, ey. Oh, ich möchte am liebsten 10 Schiffe bauen und ihr einfach alles kaputt schießen, was geht. Wirklich. Mann, bin ich angepisst, ey. Mann, lass mich doch einfach in Ruhe. Sind unterwegs. Verfatzt euch. So, einfach wieder nach Hause. Kurs setzen. Ich habe schon wieder mein Flaggschiff verloren und 2 Linienschiffe, ne, die mich einfach nur einen Arsch voll an Geld und keine Ahnung was kosten. Und, oh, boah. Hier, helft euch selbst, Boss. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. So einen Dank haben die Kinder für sie gesammelt. Dankeschön. Das ist süß. Holen sie sich ihr Geschenk ab. Mein Geschenk abholen, klar. Wo ist denn das? Ach, da. Was kriege ich denn? Sie geben uns eine Stimme. Ein Feuerwerk, ja, weißt du was? Ja, weißt du, was ich euch gebe? Ach, das Feuerwerk ist schon weg. Okay, ich dachte gerade.
Sonst hätte ich jetzt ein Feuerwerk gestartet. Weißt du, Verbündete am Arsch, ne? Meine Schiffe gehen hier drauf und der blöde Willi, ey, das ist einfach nur so, oh. Oh, es ist echt nicht schön. Am Backseat Game. Ich kenne das Spiel nicht, bitte. Ich spiele es zum ersten Mal. Es tut mir leid, wenn ich euch in die Tischkante beißen lasse, aber ich muss das Spiel doch auch erstmal kennenlernen. Ja, aber ich kann keine 10 Schiffe bauen. Ich verliere ständig immer wieder den Einfluss. Ich verliere pro Schiff so und so viel Einfluss. Sie zerlegt mir die sofort wieder. Ich kann gerade nicht. Das ist. Und jetzt bin ich auch. Ich bin auch gerade so. Ich bin ganz beschämt. Ja, und ich kann hier nicht aufsteigen, weil hier immer nur Einwohner fehlen. Jetzt haben sie aber endlich wieder alles, ne? Kommt aber auch nichts mehr dazu, ne? Weil der Rum fehlt. Och. Puh, okay. Ah, genau, das fehlt mir noch. Ich habe keine Ziegelsteine. Okay, wenn ich ein Schiff hierher schicke, dann sollte es schon ein bisschen was an Bord haben. Ne? Wir brauchen Ziegelsteine. Gut gemacht. Landarbeiterkleidung wäre vielleicht ganz gut, ne? Aber das Bedürfnis ist gar nicht gefragt, weil wir so wenig sind. Okay. Ist also vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim. Ich muss gar nichts machen. Aber ich würde ganz gerne Verteidigung hier aufbauen. Das Kontor wird mir nicht nochmal weggekloppt. Auf keinen Fall. Hier wird Verteidigung hingebaut. Das heißt, wir werden eine Geschützstellung hinsetzen. Wie viele Kanonen habe ich jetzt hier? 20. Mhm. Das kannst du knicken. Das wird nicht stattfinden. Dann warte mal, ich kann nicht mal ein bisschen um den Bart gehen. Geht das überhaupt? Kann man mehr als 100 haben? Okay, nee, dann lass ich es erstmal. Dann lasse ich es erstmal. Oh, ich wollte gerade ein wenig durch. So, sie hat auch, glaube ich, nicht richtig ausgesehen. Und wir müssen aus dem Hafen verschwinden, bevor... es sei denn... Warte mal. Guck mal, ob er noch irgendwas hat, was ich haben will, weil wir ja jetzt auch Dinge verloren haben. Ich glaube, im Chat weiß im Moment keiner so viel. Das nützt mir ja nichts, das nützt mir ja nichts, wenn ich mich darüber aufrege, wie ich spiele. Ja, 200.000. Rutscht mir doch im Buckel runter. Schiffsturbine für Dampfschiffe. Ja, nee, das ist... Okay, er hat nichts. Dann soll erstmal unser neues Flaggschiff hierher kommen. Wir stellen uns neu auf und dann muss ich rumholen, ne? Bei Madame Kahina. Und dann bringen wir aber auch gleichzeitig... Das heißt, ich muss am Barrel vorbei. Wir müssen hier an der Insel eigentlich vorbei, weil sie hat die Geschütze hier vorne. Und da müssen wir mal gucken. Die verdient so richtig einen auf diesen Sack, wo die Eier stecken. Das kriegt sie bestimmt auch noch. Kann man nicht einen der Alliierten auf Barrel hetzen? Die fühlen sich anscheinend nicht verpflichtet. Also wenn du in einen ihrer Häfen dich rettest, ja, dann schießen sie mit ihren Hafenkanonen auf die Schiffe. Aber ansonsten nichts. Mein Mann hat das noch nie gespielt. Ich amüsiere mich nur darüber. Okay. Back vom nervigen Einkaufen. WB, Mr. Sun. Und Frankenstein. Einen wunderschönen guten Abend. Tschüss und damit herzlich willkommen. Und vielen Dank für dein Follow.
Will heute noch probieren, selber vegetarischen Döner zu machen. Oha. Okay. So, wir warten mal eben, bis mein Schiff wieder fit ist, ne? Und auch bis unser Flaggschiff. Ich mag sie gar nicht niemand 4.0 nennen, weil sonst, obwohl dann wissen wir wenigstens, wie viele kaputt gegangen sind. Was ist denn hier los? Ist ja alles voll. So viele Fenster habe ich nicht. Dann können sie halt erstmal nicht einlagern. Ich kann keine Fenster da reinmachen. Das Ding ist, sie kloppt mir einfach jedes neue Linienschiff weg, ne? Gut. Nützt nichts. Haben wir irgendwelche Items, die meinen Schiffen noch nützen? Nö, ne? Gar nichts. Wir haben alles verloren. Es ist nichts mehr da. Mehr als bereit. Die Zigarren, warte mal. Du kannst dich auch da erholen. Nee, Windbeutel einmal hier. Du kannst dich auch da erholen. Segel setzen. Weil dann können wir nicht mal in das Handelsmenü öffnen. Und dann können wir die restlichen Nähmaschinen, die wir noch retten konnten. Und die anderen Sachen sind alle weg, ne? Wir schaffen das schon. Das wird schon. So, Handelsmenü öffnen. Die Zigarren bleiben hier. Die Nähmaschinen nehme ich jetzt auch nicht mit. Wir nehmen mit. Backsteine. Was habe ich gerade noch gesagt? Was müssen wir noch mitnehmen? Landarbeiterkleidung brauchen wir gerade nicht. Oh, warte mal. Wenn wir ausbauen, ne? Weiß ich gar nicht. Brauchen wir da Arbeiter für? Wieso kann ich die Nähmaschinen... Ah, ja, weil wir voll sind, ne? Ich wollte eigentlich verkaufen. Damn it. Ja gut, die Kanonen können wir gleich mitnehmen, die können wir da einlagern. Das ist kein Problem. Was brauchte ich noch? Was hatte ich gesagt, was ich brauche, wenn ich hier was bauen will? Warte. Wenn ich jetzt hier bauen will... Na, hier Verteidigungsanlagen. Brauchen wir Backsteine? Kanonen? Wie sieht es mit Holz aus? Für beide? Ah, hier brauchen wir noch Eisenträger. Wenn wir das hier bauen wollen. Wenn wir Türme bauen wollen, brauchen wir Eisenträger. Haben wir aber schon 42 eingelagert. Ich habe schon vorgesorgt. Soweit waren wir nämlich schon. Aber wir haben überhaupt keine Backsteine. Wir haben sogar Schnaps, obwohl die Leute das nicht wollen. Arbeitskraft. In Arbeitskraft. Wir haben zu wenig Bauern, verdammt. Das wird gar nicht reichen. Passt da noch ein Bauernhaus hin? So. Theoretisch 30... 1, 2, 3. Was ist das? Das können wir. Schachtische können wir auch woanders hinstellen. Oh, nee, dann ist das eingeschränkt. So, Schachtisch kommt dahin, da kommt noch ein Bauernhaus hin. So, perfekt. Das müsste jetzt eigentlich reichen, dass die sich wieder erholen, die Arbeitskräfte. Ja, wir haben überall zu wenig. Na, großartig. So, wir waren hier am Einpacken. Und zwar, nehmen wir mit. In die Takelage. Ja, Mist. Ich werde die Nähmaschinen nicht los. Dann nimmt am besten unser neues Flaggschiff, die noch keinen neuen Namen hat, weil ich traue mich echt nicht, sie zu benennen gerade. Seht es mir nach. Dann nimmt die auch nochmal Stahlträger mit. Da. So, jetzt müssen wir... Der Windbeutel begleitet unser Schiff. Oh, hier, guck mal, er ist angegriffen worden. So, pass auf. Das ist... Ja, wir fahren mal ganz vorsichtig hier bei unserem Onkel vorbei. Ich
begleite die jetzt höchstpersönlich, ne? Ist mir jetzt egal. Ich kann die nicht aus den Augen lassen. So, jetzt fahren wir. Das ist die kleine Insel. Ist mir egal. Wir machen einen Umweg. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, dass wir abgefangen werden. Na, jetzt fahren wir um diese kleine Insel herum. Fahren hier hin. Fahren hier hin. Oh, da ist schon wieder Beryl, ne? Nochmal drüber schauen? Nein. Doch, ich guck gleich drüber. Muss mal in meine Schiffe vernünftig hinbringen. Wenn es so einfach wäre, hätte ich es ja auch selbst machen können. Ach, halt die Schnauze. Entschuldigung, aber Willi nervt mich. Seeschlacht fasziniert das Volk. Bla, bla, plus 50 Aufstand. Minus 25 ist Feuerexplosion im Niemandsland? Das ist so gelogen. Wo haben wir eine Feuerexplosion? Hau raus. Ja, lasst mich alle gerade in Ruhe. Ich verstehe. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. Aber wir kriegen keine Punkte mehr bei ihr, ne? Komm, dann machen wir bei Willi jetzt Diplomatie, dann gewinnen wir wieder. Nahezu sicher. Willi Wibblezock. Wisst ihr? Der ist so einfach vom Kopf her, also vom Denken her. Das ist wunderbar. So, Handelsmenü einmal raus damit. Und dann einmal unser Begleitschiff einmal hier hin, bitte. Ja, die sind natürlich ein bisschen schwerer, bis die sich bewegen, ne? Und einmal abgeben. Und weißt du was, die auch, bevor wir die noch irgendwie verlieren. So, okay. Jetzt haben wir theoretisch genügend Items, um Verteidigung zu bauen. Jetzt muss ich nur gucken, ob das funktioniert, ob wir das so machen können oder ob wir da Arbeit dafür benötigen. Ja. Nein. Einmal hier. Das ist die Hafengeschützstellung. Das ist Nummer 1. So, aber Holz müssten wir doch eigentlich wieder nachkriegen, oder? Wir haben kein Holz, weil volles Lager. Wir haben keine Sägerei hier. Oh, das war das Problem. Siehst du, ich bin hier gar nicht weitergekommen. Wir haben kein Sägewerk hier. Okay, wir hatten kein Sägewerk hier. Das war nämlich das. Und dann fing das nämlich mit Beryl an. Deswegen, das war das Problem. Alles klar. Okay. Und weißt du was? Eigentlich können wir hier, weil wir haben so viel Fisch, wir können nur ein bisschen was verkaufen. Ne? Dann können die Leute ruhig bei uns hier anhalten und Fisch kaufen. Wir sind berühmt für unseren Fisch erstmal. Wir müssen aber einen Mindeststandard von... Also weniger als 60 sollten es nicht sein. Wir können bis dahin, alles andere können wir bis dahin verkaufen, aber weniger als 60 sollten es nicht sein. Okay, gut. So, na, dann können die nämlich jetzt auch dann das hier bauen, sobald wir Holz haben. Gut, läuft. Unter der Kategorie Kunst kann man ja jetzt vieles zeigen. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass Twitch das zurückgenommen haben soll. Unterseeboot. Veganes Sushi hat mein Mann neulich auch gemacht. Ist gut geworden. Leider hat das Algenblatt sehr fischig geschmeckt. Ja, das ist bei Algen immer... Das kann ich auch nicht so. Ich muss auch bei Algen immer aufpassen. Aber ansonsten gleich recherchieren. Also ich habe es vorhin bei einem anderen Streamer gehört, dass ich glaube Twitch schon wieder zurückgerudert hat. Ich habe es alles andere aber auch nur am Rande mitbekommen. Also Halbwissen. Wenn man am Lurk die Sucht ruft, Lissi macht die olle Schachtel fertig. Ich glaube an dich. Ja.
So, Rum wollte ich kaufen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir von hier aus, ohne Beryl allzu sehr über die, aber Madame Kahina ist ja eigentlich gleich hier um die Ecke, ne? Deswegen ist es ja so cool, dass unsere Insel hier ist, weil Madame Kahina ist gleich hier. Nee, wo ist sie denn? Wo ist Madame Kahina? Warte. Ist sie nicht hier? Ah. Ui. Nee, das ist meine Insel. Hier ist sie. Doch, die ist doch hier oben. Aber Beryls Schiffe sind da auch gewaltig unterwegs, ne? Wir müssen nur gucken, dass ich jetzt meine Schiffe da irgendwie dran vorbei manövriere. Weil da kommen schon wieder die nächsten Schiffe. Warte. Gott, wo ist denn meine Insel? Mit der Karte ist es immer noch ein bisschen frickelig, ja. Nach all der Zeit. Okay, gut. Dann. Neue Befehle? Ja, du wirst wieder unser Flaggschiff. Es fehlen immer noch Bretter. Schönen Tag auch. Aber sie produzieren. Ich hoffe einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele fehlen. Haben wir überhaupt keine Bretter? Ne, es sind null einfach, ne? Es sind einfach null. Aber wir haben noch ein paar Backsteine übrig. Und weißt du, was wir noch mal eben machen werden? Wir werden die Straßen mal eben schneller machen. Und weißt du, was noch fehlt? Eine Feuerwehr. Das ist ganz wichtig, bevor es hier nämlich anfängt zu brennen und wir dem nichts entgegensetzen können. Feuerwehr ist hier. So. Okay, bei nächster Gelegenheit müssen wir echt zusehen, dass wir wieder da was hinbringen. Weil die kommen gerade nicht hinterher. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Feuerwehr ist natürlich wichtiger als das hier, ne? Also das machen wir danach. Weil wir eingeschätzt haben wir schon mal. Also ganz wehrlos ist unser Kontor nicht mehr. Nochmal können wir hoffentlich nicht übernommen werden. Katrin, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Konnte dich finden, dass Twitter den neuen richtigen was geändert hat. Ich habe es auch nur vom Hörensagen bei einem anderen Streamer gehört. Quelle, keine Ahnung. Das konnten sie sich auch nicht vorstellen, dass irgendwas davon in die Hose gehen kann. So, habe ich jetzt auf Eskorte gemacht? Ja, okay, die ist auf Eskorte. Dann die Niemand. Erstmal jetzt in Richtung Madame Kahina. Und diesmal bitte keine Schießerei. Natürlich kommen da jetzt ausgerechnet. Wo sind meine Schiffe? Hä? Wo ist der Madame Kahina immer? Das ist doch totaler... Mann, das ist voll nervig. Da ist sie, so. Jetzt, aber warte mal, mit Anne haben wir doch immer noch Waffenstillstand, oder nicht? Also die darf doch eigentlich jetzt meine Schiffe nicht angreifen, oder? Okay, da sind meine... Oh, Gott sei Dank. Okay, meine Schiffe sind da. Handelsmenü. Madame Kahina, ich brauche Rum. Oh, sie hat nur 7. Verdammt. Sie hat nur 7. Geckos. Ungewöhnlich. Schwertfisch. Oha, können wir uns nicht leisten. Ratten haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, Ratten haben wir schon. Esel haben wir noch nicht. Und Braunbären haben wir noch nicht. Plus 20. Plus 10. Puh. Da ist aber einmal... Plus 20, 26.000. Ich glaube, dann nehme ich erstmal den Esel. Plus 10 Attraktivität wegen dem Preis allein schon. Aber plus 10, wenn wir gleich 20 haben könnten, ne?
Teil eines Sets Tigerwald. Okay, Attraktivität. Ursus Arctos, ein großes Tier mit einem Bärenhunger auf Lachs. Lachs haben wir auch nicht. Gekkota, eine Sammlung von Eidechsen mit klebrigen Fingern. Die Schwertfische, also das muss ja echt cool sein. Attraktivität plus 30. Xyphias Gladius, ein seltener Schwertnasenkämpfer der Tiefe. Rattus, die sind überall. Auch schön. Equus Africanus, Asinus, sehen ein wenig traurig aus. Ich finde Esel toll. Ja, ich glaube, kompromissmäßig würde ich fast sagen, wir nehmen entweder die Braunbären oder wir nehmen die Geckos. Sind beide ungewöhnlich. Wir haben ja schon die Schwarzbären, dann nehmen wir die Braunbären, oder? Ja, komm. Handeln. So. Warte, nein, wo ist denn der Rum jetzt hin? Ich habe doch auch Rum gekauft. Und sie hat nur zwei Fässer. Handeln, die wollten wir da auch noch mitnehmen, die den Rum. So, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt hier losdüse. Wir fahren wieder hinten rum. So, die roten Schiffe sind mir egal, weil wir gerade... Na, Vorsicht, 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 Vorsicht. Da kommt gerade ein Dampfschiff von ihr. Guck mal, der mal. Der Streamer soll mal seine Quellen angeben. Nein, muss er nicht. Er hat es vorgelesen, weil er eine Nachricht von Twitch gekriegt hat. Das ist... Ich... Nein, muss er... Das mal gar nicht. Ich habe gesagt, es ist Halbwissen. Also kannst du das sowieso jetzt nicht zitieren oder sonst irgendetwas. Ich habe keine Ahnung davon. Es ist mir auch momentan erstmal egal. Okay, warte, wir müssen einmal dahin, ganz schnell. Hört auf. Oh, scheiße, man hört einfach auf. Hört einfach auf. Wir fahren wieder hinten um die Insel herum. Und soll man schon gar nicht. Oku, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Warum ist der Rum nur mal alle? Ja, ich weiß auch nicht. Aber warum ist der Rum alle? Ich habe keine Ahnung. Warum der Rum alle ist. Flavor, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ja, herzlich willkommen hier. Verfolgst du einen Plan oder machst du alles, wie es kommt? Ich spiele zum ersten Mal Anno und versuche, mich hier durchzuschlagen. Und versuche jetzt erstmal die nächsthöhere Stufe bei meinen Einwohnern zu bekommen. Weil vorher kann ich nicht weitermachen, auf Expedition zu gehen. Das ist ja momentan meine Aufgabe. Man muss doch testen, nicht, dass er schlecht wird. Spätestens alle 5 Minuten, ja. Der Chat hat ihn rumgesoffen. Ich glaube auch, weil er war plötzlich weg. Ich glaube auch, dass der Chat ihn rum hat. Lebt er meinen Vanillekipferl noch oder schon verbrannt? Beware of Threat, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Willkommen. Nein, Vanillekipferl ist immer noch auf der Handelsschiffroute. Den geht's prima. Aber frag nicht nach den anderen Schiffen. Frag da lieber nicht nach. So, zweimal rum habe ich euch besorgt, aber das ist nicht viel. Alles klar, wir können das nächste im Zoo machen. Unser Zoo soll schöner werden. Hatte ich noch irgendwas frei? Hatte ich schon mal vorab festgebaut? Nee, ne? Nee, wir haben nichts mehr frei. Oh, das passt überhaupt nicht, ne? Das geht mir so gegen den Strich. Ich setze es aber trotzdem erstmal hin. So, hier habt ihr Geckos. Wie sieht denn das Gecko? Achso, das ist wieder so ein Haus. So ein Reptiles-Haus ist das, okay. Das gestalte ich alles noch um, ne? Das ist noch nicht endgültig. Das ist noch nicht endgültig. Puh, 128. Ja, es wird, glaube ich, wieder Zeit für ein neues Linienschiff, ne? Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? Okay, die brauche ich nicht zu fragen. Da füllt sich der Rum ein bisschen auf, aber es reicht einfach nicht. Darauf trinke ich.
Zufriedenheit. Ihr Volk lässt sich von schlechten Nachrichten ermutigen. Ja, zwei Fässer rum hält nicht lange, ne? Jetzt habe ich was gefunden. Erstmal lesen, was nun neu ist. Genau. Bei den leckeren Namen ist kein Wunder, wenn die Schiffe verspeist oder versenkt werden. Ja, es liegt auch am Beryl. Beryl nervt mich so ein bisschen. So, okay, was ist in Niemandsland los? Was war das hier mit dem Feuer? Wir haben eine Feuerwehr, haben wir, ne? Ja, da ist unsere Feuerwehr. Okay, gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles prima. Ja, die lassen sich natürlich auch beeinflussen. Alle lassen sich beeinflussen. Ja, Leute, ist doch gut. Die nächste Zeitung wird besser. Momentan versuchen wir alle zu umschiffen. Dass wir keinen Krieg haben mit Anne, haben wir sogar gerade Waffenruhe eingedingst. Alles gut. Ihnen können mit Taste J durchgeschaltet werden, so musst du nicht suchen. Ja, ich weiß auch gar nicht, also wir hatten kein Feuer auf Niemandsland. Ich weiß nicht, warum das in der Zeitung stand. War wahrscheinlich dann doch die Bild-Zeitung oder sowas. Weil hier gab es kein Feuer. Ich habe auch keine Nachricht gehabt, dass es ein Feuer gegeben hat. Nur, dass es hier an Bauern gemangelt hat. Das können wir löschen, das haben wir ja jetzt erledigt. Bauern sind wieder da, alles prima. Jetzt läuft hier auch alles wieder. So. Inzwischen im Fuchsbau. Okay, Willy und Anne haben auch einen Waffenstillstand. Der soll mit Beryl einen Waffenstillstand machen, ey. So, wir bauen die Feuerwehr, bevor es brennt. Ne, besser ist das. Und wir bauen den Kanonenturm. Sehr schön. Also das Kontor wird nicht so schnell wieder übernommen. Das hätte ich schon vorher machen sollen. Aber man lernt ja halt immer draus, ne? Und der Rest sieht jetzt gerade okay aus. Ja. Damit bin ich zufrieden. Wir verkaufen noch ein bisschen Fisch ab. Alles super, meinen Leuten geht's prima. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen Unkraut. Ja, ich glaube, denen geht's gut. Ihr Volk fühlt sich gerne vor Invasionen sicher. Ja, das seid ihr jetzt. Wir haben jetzt zwei Geschütze, erstmal geht das. Und dann bauen wir als nächstes... bauen wir wieder... Brunnenpistolen, ne? Lass mal gucken. Einfluss. An sich durch, ja, den Handel, wir hatten gerade mit Beryl Handel, ne, das ist so. Einfluss kriegen wir durch Militär. Expansion, da arbeite ich noch dran. Kultur reicht einfach nicht. Ja, ich will das Museum haben, ne. Aber da müssen wir erst weitermachen. Jede Kategorie hat eine begrenzte Menge an Einfluss, den sie kostenlos nutzen können. Wenn das verfügbare Kontingent erschöpft ist, müssen sie ihren selbstverdienten Einfluss ausgeben. Ah, okay. Gut zu wissen. Haben wir also schon gemacht. Mhm. Okay. Und ansonsten können wir Propaganda machen. Damit können wir auch Einfluss bekommen. Großartig. ja, ich kann momentan kein Handelsschiff woanders hinschicken. Ich würde liebend gerne mit den anderen handeln, aber da muss ich muss bei meinen Schiffen persönlich dabei sein. Sonst funzt das nicht. So, Niemandsland hatte ja auch schon Kanonentürme. Naja, haben wir alles gemacht. Sehr schön. Alles prima. Verteidigung ist da. So kann das weitergehen. Die sind auch relativ zufrieden. Wir haben alles. Wahrscheinlich müssen wir dann da nochmal eine Polizei bauen im Fuchsbau. Aber ansonsten ist das okay. Und schwupps geht ihnen da rum wieder aus. Okay, Chat, wer war das? Die Fake-Schlagzeile mit dem Feuer, was ich vom Beryl gekauft. Ich habe aber wirklich, weil wir hatten kein Feuer im Niemandsland. Herrscht dann wieder Friede? Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Das ist noch ein weiter Fern. Ich habe einen teuer erkauften Waffenstillstand momentan mit Anne. Mit Beryl. Entschuldigung, ist jenseits von Gut und Böse.
Oh, siehst du, da meldet sich der Hals wieder. Ist jenseits von Gut und Böse. Ich hätte 220.000 für einen zweistündigen Waffenstillstand für sie bezahlen müssen. Lass klar meine die Rumflasche verschwinden. Ihr seid süß. Schön, dass ihr bei dem Quatsch immer mitmacht. Ich liebe es. Okay, gut. Wir sind momentan leer, ne? Ja, alles prima. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Du bist auch leer. Ja, schade um den Einfluss, ne? Aber ich brauche tatsächlich ein weiteres Linienschiff. Ah, I see. Ne, 14,4 Knoten. Ich habe übertrieben. Der Clipper ist natürlich schnell. Der kann tatsächlich entkommen mit 19,8 Knoten, weil er mit das schnellste Schiff ist. Das Kanonenboot hat 18. Vielleicht sollten wir ja, nee, die Kanonenboote haben sich nie so wirklich. Ja, wir könnten noch Fregatten bauen dazu. Fregatten tun nicht ganz so weh. Kostet nur 4 investierten Einfluss. 18,7 gegen 14,4 gegen 19,8, wobei die Clipper ja unbewaffnet sind, gegen 15,8, die auch unbewaffnet sind. Die Kanonenboote haben 18. Theoretisch könnten die entkommen, wenn sie sich schnell genug kaputt gehauen werden. 2000 Trefferpunkte. Ja, vielleicht sollten wir noch Fregatten dazu bauen, ne? Das können wir auf jeden Fall mal machen. Mal AFK. Weil wir müssen auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie schnell Madame Kahina wieder rum hat, ne? Das ist momentan so ein blöder Kreislauf. Oh, sie hat Kühe. Und Ochsen, Entschuldigung. Und Hirsche. Und jetzt hat sie 20 rum. Hätte ich vorhin gebrauchen können, Madame Kahina. Okay, wir müssen noch mal wieder los und müssen rumkaufen. Weil ohne Rum kann ich meine Leute nicht upgraden. Und ohne Upgrade komme ich nicht auf Expedition und kann endlich meinen eigenen Rum machen. Na? Das ist so ein blöder kleiner Kreislauf. So, das heißt, die Niemand muss jetzt erstmal wieder drumherum. Ja, guck mal, wir haben... Schön. Es ist schön, Waffenstillstand zu haben. So, wenn sie jetzt die nächste Stunde überlebt, können wir sie auch endlich taufen. Wenn sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Ne, das kann ich nicht. Ich habe einen teuer erkauften Waffenstillstand gerade mit Anne. Als Verbündeter von Prinzessin Qing sollten sie in ihrem Krieg gegen Anne mit Halo mitwirken. Oh. Wie viele Punkte verliere ich? Wie viele Punkte verliere ich, wenn ich das jetzt mache? Warte, wir haben schon wieder hektische Musik. Ich speichere einmal eben. Und sag einmal nein. Gebirge verschieben sich so plötzlich und so grimmig. Minus 17? Okay, das kann ich. Minus 17 halte ich aus. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt nicht noch einen Krieg ein. Nein, 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 nein. Kein Krieg im Moment. Ich nicht noch einen. Das nervt so unwahrscheinlich hier rum. Ich glaube, wir kommen... Ah! Barrel. Wo kommen meine Schiffe? 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 Da treibt gut rum. Was hat Barrel sich gerade geschnappt? Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. Misstrauisch. Ich bin sehr, 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 sehr misstrauisch gerade. Warum macht sie das? Oh, nee, kommt. Nee, hört auf jetzt. Aus. Hört auf, euch zu beschießen. Oh, lass das. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Lass das bitte. Okay, alles gut. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Barrel, verfatz dich. Verfatz dich, Barrel.
Allianz! Haut sie weg! Hallo, Allianzschiffe? Ich rufe die Allianz aus. Hallo? Ich glaube, Vater hätte dich gemacht. Gefällt dir ein Schiff ihres Feindes? Ach, sie ist... Oh! Neues. Hallo? Da ist noch ein Schiff. Nein, nicht! Schiff unter Beschuss. Allianz? Leck mich. Das Leben ist Verlust und Enttäuschung. Ich kotze. Ich kotze im Strahl. Mein Schiff wurde zerstört. Ich kotze im Strahl. 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 Ich komme nicht mehr weg. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren? Wie bedauerlich. Das ist so rotzig, nun, ich werde sehen, ob ich ein neues aufmachen. Es ist so rotzig. Ich kotze. Ein Schiff wurde zerstört. Oh. Nein, nein. Dann kann ich momentan keinen Rum kaufen, ist mir egal, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nee, wirklich nicht. Dieser Fehler verfolgt mich jetzt während des ganzen Spielstands, ne? Weil ich dem nervigen Willy zur Seite gesprungen bin. Nicht für mich einstehen. Nee, mache ich trotzdem nicht. Dadurch trennen wir dieses Freundschaftsband, ja, also. Ist mir egal. Tschüss. Okay, nein. Kann ich momentan nicht. Es kommt nicht in Frage. Oh, oh. Ist mir auch egal. Wirklich. Ist mir gerade sowas von egal. Ich sehe momentan echt... Ich sehe momentan da keine Aussicht auf Besserung, ne? Puh. Niemand wurde zerstört. Nee, niemand wurde zerstört. Die Allianz macht, dass sie wegkommt. Ja, ja, das ist schon ein bisschen nervig. Rumdieb. Ja, ich kann euch keinen neuen Rum im Moment holen. Ne? Ich könnte gucken, ob wir uns vielleicht... Wie gesagt, ich bin echt am Überlegen, ob ich uns statt eines Linienschiffes zwei Fregatten kaufe, weil die auch schneller sind. Na, aber Beryl ist halt momentan überall. Oh Gott, die ist überall einfach... Wenn niemand zerstört wurde, ja. Das schon viermal. Buh, ja, ist mir egal. Müsst ihr mitleben. Normalerweise, also... Ich weiß nicht, ob der Chat mir jetzt in den Rücken fällt oder ob der Chat jetzt ehrlich bestätigt, dass ich sowas sehr, sehr, sehr selten mache. Spielstände laden. Aber, wenn man es so will, hätte ich vielleicht sogar schon mehrfach neu angefangen, weil ich jetzt immer wieder neue Sachen rausfinde, die ich vorher nicht wusste und so weiter und so fort. Also müsst ihr mitleben. Ich kann mir nichts erinnern. Das war so klar, Mr. Sun. Nee, ist okay, aber buh, weil da rum alles. Ja, ich weiß. Ich möchte euch gerne rumholen. Aber ich habe schon so viele, guck mal, ein Schiff kostet mich. Das kostet auch nur 8 investierten Einfluss, ne? Aber Beryl hat schon so viele, heute so viele meiner Schiffe zerstört. Boah, ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ja, komm, wir bauen noch ein Linienschiff. Ich muss ja jetzt wieder aufrüsten, das nützt nichts. Wie sieht es denn überhaupt bei ihr aus? Ja, die ist uns immer noch haushoch überlegen. Na, und Wirtschaft kann ich momentan nicht machen. Wir waren echt gerade, wir hatten gerade bei ihr Handelsrechte.
teuer erkauft. Und dann kommt er hier. Sie sind gütig. Ja. Na, und versaut mir alles. Und versaut mir einfach alles. Das ist echt, boah. Ich kotze. Ich arbeite dran, euch wieder rumzuholen. Ich überlege, ach, das geht ja nicht, ne? Es geht nur hier vorne. Es geht leider nur hier vorne. Aber wir arbeiten dran, dass wir wehrhafter werden. Na, wir haben ja einmal das Grundgeschütz. Das ist okay. Also hier, ich glaube, im Fuchsbau sieht es gerade gut aus. Jo. Besser geht es jetzt gerade nicht. Niemandsland geht auch einigermaßen. Wird wieder alles ein bisschen Arbeitskraft knapp, ne? Müssen wir mal gucken, dass das gut aussieht, ne? So kommst du ja nicht weiter. Also ist im alten Standarten für mich okay. Ja. Wir müssen das fröhliche Schiff versenken, nur ohne Rum erleben. American Dragon, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier. Ja, wir arbeiten dran. Wir tun, was wir können. Ich habe immer noch eine Ausrede, weil ich glaube, dass ich eine Erkältung bekomme. Ah, jetzt sind gerade uns. Ich habe es gerade noch berufen, ne? Ich habe es gerade noch berufen. Expansion! Ich wünsche mir Einigkeit in Harmonie. Jetzt wieder Allianz? Ja, also eine Allianz mit Prinzessin Xing ist okay, wenn sie nicht gerade wieder klar machen, oder? Ihr Herz ist so rein wie weiße Jade. Habt ihr gehört, Chat? Merkt euch das bitte. Du bist sehr aufmerksam. Sie freut sich über die Allianz mit Prinzessin Xing. Ich denke, die liegen auch im Clinch. Okay. Ach, Beryl, ich würde mir die alten Zeiten zurück, als wir noch Tee getrunken haben und Gebäck gegessen haben. Das wünsche ich mir sowas von zurück. So, Chattanooga. Du fröhliches Land. So, meine Schiffe. Oh, das sind meine Handelsschiffe, ne? Die können gerade nicht, ja, die warten da drauf, weil gerade irgendjemand hier alles belegt. Aber es sind meine eigenen, also von daher ist es okay. Ich müsste sowieso mal gucken, brauchen wir überhaupt noch alles, was wir da verschiffen? Neue Ziele. Ah ja, doch. Ja, ja. Fisch haben wir rübergeholt, weil unseres nicht gereicht hat und drüben so viel war, ne? Und Kartoffeln brauchen wir für den Schnaps. Doch, doch, das ist schon berechtigt. Da ist die Vanillekipferl. Sie ist noch da. Sie ist wirklich noch da. Und das ist die einzig wahre, ultimative 1.0 Vanillekipferl. Ohne Rum muss ich nun weiße Toffifee futtern. Okay. Früher gab es Tee vom Barrel, jetzt nur noch Kanonenkugeln. Aha. Neue Befehle, Admiral. Das geht auch nicht anders, müssen wir. Jo, Schnappes und Wurst. Wenn denen jetzt auch noch die Wurst ausgeht, dann weiß ich nämlich auch nicht, was ich machen soll. Jetzt reicht das mit dem Varieté nicht mehr. Okay, super. Und der Rum. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich die aufrüsten soll, wenn sie so unzufrieden sind. Ich warte mal eben, bis hier unser neues Linienschiff fertig ist. Und dann schicke ich die Niemand mit zwei Linienschiffen nochmal los. Wobei, eigentlich sind die Contra, ne? Als Begleitfahrzeuge. Ich müsste theoretisch zwei Fregatten mitnehmen, weil die kommen von der Geschwindigkeit, kommen die mit unserem Flaggschiff nicht mit. Achso, ich nenne sie... Oh Gott, ich traue mich nicht. Ey, wenn sie jetzt kaputt geht, ne? Wenn sie jetzt kaputt geht, dann weiß ich nicht. Da bin ich schuld, weil ich sie benannt habe. Wo ist sie total überbewertet? Kommt drauf an, es gibt ja auch Vegane. Aber das ist nicht so meins. Aber Bratwurst vegan ist lecker. Es gibt eine ganz tolle von Vimono, die schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Kann man in 1800 Waren verbieten? Eventuell wäre es sicherer, erst einmal Lagerbestand aufzubauen. Wie verbieten? Was meinst du denn, was ich verbieten soll?
Achso, du meinst, dass die keinen Rum haben wollen? Nee, das ist automatisch ein Zufriedenheitsbedürfnis. Aber dann sind die doch sauer, wenn ich das verbiete. Man kann das verbieten? Toll, das steht bestimmt morgen in der Zeitung. Das steht bestimmt in der Zeitung. Lissy verbietet Rum auf unserer Insel. Man kann das verbieten. Kauf den Rum doch ein. Ja. Das Problem ist, dass ich seit einer unglückseligen Zurhilfeeilung eines bestimmten Mr. Wibblesock ich mit Beryl im Krieg liege und jedes Mal, wenn ich zu Madame Kahina will und rumkaufen will, schießt sie meine Schiffe ab. Also kann ich momentan keinen Rum einkaufen. Das war ja eben der Versuch und dabei hat sie zwei Schiffe wieder versenkt. Man kann doch. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Ja, warum ist es mit eurem Brot denn jetzt schon wieder? Ach, weil im Niemandsland zu wenig Bauern wahrscheinlich waren, ne? Ja, das kann gut sein, dass nicht genügend Brot angekommen ist. Mhm. Das heißt, wir müssen nochmal wieder warten. Ich finde das gerade witzig, dass man das verbieten kann. Aber dem Chat kann ich den Rum halt nicht verbieten, ne? Das ist es eben. Und was immer Sie sagen, kommen die Nachwirkungen wieder, dabei. Ne? Und jetzt haben wir zu wenig Arbeiter, toll. Aber es normalisiert sich gerade wieder. Normalisiert sich gerade wieder. So, jetzt sind wir wieder am Plus. Sehr schön. Okay, wir spulen mal vor in der Hoffnung. Ja, jetzt muss ich das mit dem Brot erstmal wieder normalisieren. Na toll. Und es wird weniger. Warum wird das Brot denn jetzt weniger? Was ist denn hier los? Alles nochmal Nachwirkungen oder was? Wie geht's? Wir produzieren ordentlich Getreide. Ist auch gar nicht großartig eingelagert. Wo haben wir denn... was ist denn das Problem? Hier ist auch da. Die Flaschen. Der Boss kommt. Sie sind effektiv. Wir haben ziemlich viel. Es hat sich doch eigentlich nichts geändert. Ich wundere mich gerade. Was ist denn hier los? Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Besucherhafen, Sie haben doch gewiss von Mr. Joseph Jefferson gehört, dem unvergleichlichen Tragödiendarsteller. Seine Großartigkeit rechtfertigt den allergrößten Empfang. Okay, was heißt das? Das muss Ihnen undankbar erscheinen, bei all dem, was ich bereits besitze. Okay, wir sollen Joseph Jefferson finden. Wo ist der denn? Im Besucherhafen. Ist er das? Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Ups, ich habe ihn einfach weggegrapscht. Okay, wir kriegen einen Narr. Was macht der Narr? Warenverbrauch. Diese Bedürfnisse erfordern weniger Waren oder Nähe zu den entsprechenden Gebäuden, um erfüllt zu werden. Varieté minus 100%. Hä, was heißt das? Heißt das, dass ich das komplette Positive verpasse vom Varieté her? Also ich habe ein Varieté und das ist dann auf minus 100? Okay, das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich probiere jetzt mal was aus. Wo ist denn mein... Da ist es. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ich weiß. Wo ist das Feuerwerk? Da ist es. Feuerwerk. Huch. Oh, Mann. Rausgeklickt. Wollte doch nur das Feuerwerk mir angucken.
Manu. Feuerwerk. Wir sind notfalls auch mit Bier zufrieden. Bier habe ich. Lieber Bier als kein Rum, ja. Ist es sicher, so Bier kann man nicht mit Rum ersetzen. Ich meine umgekehrt. Obdachlos, danke. Nein, ist kein Obdachlos. Alles gut. Okay. So, jetzt fühlen sich hoffentlich alle wieder ein bisschen besser. Alles prima. Ich hoffe, dass das auch wieder eine positive Zeitungsmeldung macht. Schauen wir mal. American Dragon, danke schön für dein Follow und nochmal herzlich willkommen hier. Wir brauchen viel mehr einflussreiche Leute, ne, dass wir auch dann hier unseren Einfluss nochmal erhöhen können. Stellung halten, Taktik. Generalangriff, nein. Aktive Verteidigung. Also es darf sich verteidigen, das Schiff sucht, verfolgt und greift feindlich. Nee, das sollst du nicht machen. Hält am derzeitigen Standort die Stellung und greift nur feindliche Ziele in deinem Angriffsradius an. Es verfolgt keine gegnerischen Ziele. Okay, das ist gut. Das gleiche machen wir mit der Windbeutel. Die macht die aktive Verteidigung. Okay. Welches Aussehen hatten wir nochmal? Wir hatten das hier, glaube ich. Ne? Das ist so komplett überzogene. Gemeinsam triumphieren wir. Das hatten wir, glaube ich. Und die Niemann, wie sah die aus? Da hatten wir das hier, glaube ich. Ne? Genau. Deswegen sind die anderen auch bestimmt alle zerschossen worden, weil sie nicht so aussahen, wie sie aussehen sollten. Das wird sein. Und da ist immer noch Feuerwerk. Schön, sie freuen sich alle. So, seid ihr jetzt alle soweit? Dauert noch ein bisschen. Varieté, okay, dann gehen wir mal dich da ran. Sanfte Sonnenstrahlen fluten die Lichtung. Das sieht doch gut aus. Es fehlen immer noch welche. Okay, das kommt erst langsam wieder dazu. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Hier fehlen noch vier. Dass man Dinge verbieten kann, wie gemein. Also es ist schon ein bisschen fies. So. Aber es dauert anscheinend auch länger, bis sie dann eine Stufe höher gemacht werden können, ne? So wie es aussieht. Oh Gott, wollen sie Pelz, Mäntel? Und Universitäten. Das heißt, wir brauchen eine Insel, wo man jagen kann. Ne? Kann man auf einer unserer Inseln jagen? Nee. Nee. Ha. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön. Sehr schön. Wie nennen wir es? Wir müssen da mal gucken, wie wir es nennen. Hier ist ein Jagdgebiet, Jagdgründe. Es ist eine kleine Insel, aber es wäre unsere. Das Kontor könnte ich aber nur da. Ah, wenn ich aber hier ein Kontor. Da müsste ich aber, das muss ich mir gut überlegen, weil wenn ich da ein Kontor baue, muss ich es gleich so bauen, dass es auch verteidigungsfähig ist. Ne? Sonst funzt da gar nichts. Das wäre eine Idee und wir haben gleich Jagdgründe. Weil ich glaube, wir brauchen bestimmt hier Felle, um Pelzmäntel herstellen zu können. Das ist zukunftsträchtig, oder? Es wird Beryl nicht gefallen. Es wird Beryl nicht gefallen. Punkt. Gehst du zur Dreamhack am Wochenende? Nee, zu viele Menschen. Ich weiß, dass das Kontra ist für einen Streamer und Content Creator, aber zu viele Leute und ich bin immer noch in der zweiten Woche mit dem Stream und es ist vor Weihnachten. Ich habe noch wahnsinnig viel zu tun. Ich würde das zeitlich gar nicht auf die Reihe kriegen. Unterseeboot wird ja eh gleich versenkt. Puh.
Wir wollten es Franzbrötchen nennen, ne? Genau, Franzbrötchen sollte es werden. Ja, ich glaube, ich nehme diese Insel. Das muss aber gut überlegt sein. Wie heißt die? Kutti Shark? Okay. Okay, wenn wir das machen, um ein Kontor zu bauen. Wie war das nochmal? 10 Holz, glaube ich, ne? Und was war das noch? Schon wieder vergessen. Ja, das wäre ideal. Die wäre genau auf unserer Linie. Guck dir mal an und dann legen wir da, machen wir da ein paar Kanonen hin und dann. Ja, das ist eine gute Idee. Besser selbst zu besiedeln, als es der KI zu geben. Ja, Stahl, genau, danke. Stahl brauchen wir. Okay, dann laden wir mal eben unsere Schiffe voll. Die Insel wird jetzt besetzt. Das ist mein nächster Coup hier. So, niemand. Einmal das Handelsmenü eröffnen. Und wir nehmen auch gleich so viel mit, wie geht, ne? Wie viel wir auch immer mitnehmen können. Stahl ist eh voll. Was da ist, ist da. Holz. Machen wir auch vor. Ja, 160. Nee, mehr nehmen wir nicht. Oder nehmen wir doch? Ach komm, nehmen wir doch. Wir haben so viel gerade, so viel Holz. Dann nimmt sie Holz und Stahl mit. Und du... Neue Befehle? Ja, du... Öffnest auch mal das Transfer. Und du nimmst mit Kanonen. Ich nehme mal ein bisschen Fischi mit, weil wir brauchen am Anfang noch Fisch. Was brauchen wir denn noch? Was sollte ich noch mitnehmen? Lehm. Ziegelsteine meinst du, ne? Okay, Ziegelsteine machen wir voll. Nehme ich Fisch mit? Wir können ja sofort... Wissen wir gar nicht. Wir sollten lieber was Wichtigeres mitnehmen. Was wäre denn noch wichtig? Also wir haben jetzt 50 Kanonen. Damit können wir am Anfang... Wenn wir gleich Verteidigung bauen wollen, abgesehen davon, dass wir natürlich Arbeitskräfte brauchen, das weiß ich, brauchen wir... Ja, okay, wir brauchen Ziegelsteine. 10 für die Geschützstellung und für den Kanonenturm brauchen wir nochmal 10 und auch nochmal 8 Stahl, aber wir haben 50 Stahl dabei. Das müsste erstmal reichen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Keine Ahnung, warum. So, die Windbeutel ist immer noch auf Eskorte. Wir besetzen jetzt die Insel, die Jagdgründe hat. Und auch noch direkt hier bei unserem Onkel ist. Und auf dem Weg. Nice. Jetzt freue ich mich gerade so ein bisschen diebisch. Na, damit können wir nämlich dann... Dann haben wir noch wieder eine schönere Strecke zu unserer anderen Insel. Dann ist der Fuchsbau nicht komplett so schutzlos. Wir können hier besser dran vorbeisegeln. Und Beryl wird ein bisschen in die Zange genommen. So, Schiffis, kommt her. Ich freue mich da gerade richtig drauf. Die anderen Ressourcen benötigen wir nicht unbedingt. Kupfer weiß ich gar nicht. Zink müssen wir gucken. Aber hauptsächlich gehen wir dann in die ewigen Jagdgründe. Nein, in die Jagdgründe. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Abgekauft. Okay, gut. Na, dann können wir nämlich gleich, siedeln wir so weit an, dass wir dann in die Vollen gehen können. Also nur jetzt aufpassen, dass Beryl mich jetzt hier nicht nervt. Ja, wenn eins der Linienschiffe, die niemand begleitet, dann ist sie natürlich von der Geschwindigkeit her eingeschränkt. Deswegen hatte sie auch... Kann das so gedruckt werden? Hatte sie auch vorhin... Moment, ich mach mal jetzt Zeit langsamer. Deswegen hatte sie vorhin auch diesen Vorsprung und die anderen kamen nicht hinterher, weil sie wegkommen wollte. Ich gucke als erstes da drauf, ne? Glück und Licht. Chattanooga ist voller Freude auf einer Skala von 1 bis 10. Okay, weil wir das Feuerwerk gestartet haben. Eine Allianz strategisch aufgelöst. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch schon wieder eine neue. Aber die Zeitung ist so hinterher. Die Entscheidung muss nicht heißen, dass sich unsere Beziehungen verschlechtern, lautet die offizielle Stellungnahme zur Auflösung unserer Allianz mit Prinzessin Qing und dass zukünftig keine neue Allianz möglich wäre. Das stimmt doch gar nicht. Lügen.
Alles nur Lügen. Das sind wirklich Lügen. Einsatz verschlafen. Lissy Sunshine versucht zu helfen, macht die Dinge aber nur noch schlimmer. Zusagen sind schön und gut, aber dann muss man sich auch daran halten, so der Kommentator, eine Stimme aus dem Umfeld unseres Anführers, die ungenannt bleiben möchte. Da hat Willi uns angeschissen. Ganz ehrlich, das ist es mir wert. Die Leute sollen nicht traurig sein. Pass auf, nicht Knappheit. Können wir Konsum? 25 kostet mich das. Das ist fast nicht wert, finde ich. Das ist jetzt so der Moment, wo jemand kommt und sich die Insel wegschnappt. Wehe. Abmannbüro, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Jetzt willkommen. Oh, 25 Einfluss. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin dazu. Die sind gerade sowieso glücklich. Komm, wir veröffentlichen. Nee. Die nimmt uns jetzt keiner mehr weg, die Insel. Und da sind wir. So, jetzt aber. Ah, jetzt sind wir voll im Weg, ne? Warte. Kann ich das Kontor gerade nicht bauen, weil ich das nicht anwählen kann. Jetzt bin ich voll im Weg. Schiff! Rutsch mal eben einmal hier rüber, bitte. Danke. Ich kann da kein Kontor hinbauen. Wenn ich das Kontor dahin setze, dann habe ich noch die Möglichkeit, da auch die Kanonen auszubreiten, ne? Warte mal, wie baue ich jetzt nochmal ein Kontor? Kontor bauen. Wir brauchen einen Namen für die Siedlung. Ja, ein Besucherhafen. Gerade erst gebaut. Das heißt Besucherhafen. Und aha! Du bist gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Ach, sei doch still. Du hättest das alles haben können. Wie, hat die Windbeutel jetzt nichts mitgenommen? Jetzt hat die Windbeutel nichts mitgenommen. Würdest du mich verhohne piepeln? Oh, rutsch mir den Buckel runter. Ich habe das nicht bestätigt, oder wie sehe ich das? Ich glaube, ja, ich war abgelenkt. Oh, na toll. Hä? Ach, sind schon 75 drin. Doch, es ist alles drin. Ach so, die hat es gleich ausgeladen. Oh, es passt nicht mehr rein. Noch besser. Okay, gut. Gut zu wissen. So, wir brauchen... Oh Gott, wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles. Ich will aber nicht so weit reinbauen, damit wir die Jagdgründe noch haben. Das heißt, wir brauchen einen Marktplatz. Den würde ich dann vielleicht sogar direkt hier... Und um den Marktplatz herum? So, des Weiteren brauchen wir erstmal die Bauernhäuser, damit wir Arbeiter haben, ne? Dann, damit wir selber Holz produzieren, brauchen wir eine Holzfällerhütte.